und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit wieder tollen, tollen Studiogästen. Ein Ehepaar haben wir bei uns, passiert auch nicht allzu häufig. Beate und Stefan Gerhardt sind hier und sie werden mit uns unter anderem, also ganz, ganz viele Themen eigentlich, aber unter anderem über spirituelle Reisen und schamanische Arbeit sprechen und vor allem auch, wie sie zueinander gefunden haben und wie ihre Hochzeit ablief, denn die war auch ein kleines bisschen anders, als wir uns das so normalerweise vorstellen können. Aber wie sollte es anders sein? Bei spirituellen Lebensberatern ja, läuft auch eine Hochzeit etwas anders ab. Ich verkneife mir das mal, alles zu nennen, was ihr seid, was ihr macht, denn das ist so viel. Darüber werden wir gleich noch im Laufe der Sendung auf jeden Fall sprechen. Manuel Möbius, auch gerade zu uns noch rübergehuscht ins Studio, noch aus den Live-Beratungen direkt zu uns gekommen. Wege zum Glück, natürlich deine Rubrik. Wir werden so einen kleinen Jahresrückblick wagen. Genau, wir gucken, was alles so passiert ist. Es ist wahnsinnig viel passiert. Natürlich, 2019 war ein sehr herausforderndes Jahr, auf jeden Fall für mich. Und ich denke mal für den einen oder anderen. Habe ich schon 2019 gesagt? Ja. Siehst du, dann wird das auch ein herausforderndes Jahr. Hört es nicht auf mit den Herausforderungen. Ist ja auch gut, bewegen wir uns ein bisschen. Und per Webcam wird uns noch Mario Max zu Schaumburg-Lippe zugeschaltet sein. Der Prinz mit Astro Royal. Freue ich mich auch sehr drauf. Weihnachtsfreuden bei den Royals ist sein Thema heute. Und wir schauen jetzt in unseren Adventskalender Tür 12. Da wartet eine ganz besondere Überraschung. Die liebreizende Dani bekommt eine Weihnachtsschminke verpasst.
Mensch, Danny, was hast du dir verändert? Wer die Schminktipps nochmal sich anschauen möchte, wie man zu Weihnachten glänzenden Auftritt hinlegt vor der Familie, dann schauen Sie einfach mal auf die AstroTV Facebook-Seite. Da finden Sie dieses Video dann nochmal zum Nachgucken und Nachschminken, wenn Sie mögen. Beate und Stefan Gerhardt bei mir. Ein wunderbares Ehepaar, das anders geheiratet hat, als es manch anderer tut. Zum einen habt ihr nicht in Deutschland geheiratet, sondern in England. Ja. Genau. Erstmal ein recht herzliches Hallo. Ja, ja. Schön, dass ihr das da seid. Das finde ich einfach erstmal ganz toll, dass wir hier sein dürfen. Ja, und wir sind schon anders. Ja. Das kann man sagen, ja. Also, ihr habt natürlich durch eure spirituelle Lebensberatung und auch die schamanische Arbeit euch schon überlegt, okay, ihr habt euch auch anders kennengelernt und dann wolltet ihr auch etwas anders heiraten. Wie war dieser Kennenlernprozess? Der war nämlich ganz interessant. Ihr seid beide bei unserem Partner Questico als Lebensberater und du bist schon, glaube ich, etwas länger als... Kürzer. Du bist länger dort, ja. Aber bist von der viel frischeren Questico-Beraterin beraten worden. So ist es. Du hast für eine Beratung angerufen. Und das war einfach, das war wirklich auch so eine Führung. Dieses Gefühl, einfach mal zu sagen, oh, da ist ein neues Bild, da musst du mal anrufen. Ja. Und dann war es halt wirklich so, dass man einfach über die Sprache gemerkt hat, ey, das ist doch irgendwo in unserem Umfeld. Ja. Und so hat sich daraus was entwickelt. Und ich sage immer, wie von oben geführt. Ja, ließ sich gar nicht vermeiden. Also im Prinzip war es auch gar nicht, du hast gar nicht mit einem konkreten Problem dort angerufen, sondern da tauchte dieses Bild auf und es war klar, so die Frau musst du jetzt anrufen. Ja, und so. Du musst jetzt gar nicht über ein konkretes Problem sprechen, sondern das hat mich dahin geführt. Nur einfach mal dieses Gefühl und dieses Gespür und diesen inneren Impuls einfach mal zu folgen, tut's doch mal. Hm. Ja. Du bist es doch wert. Ja? Ja. Also du darfst einfach verrückt sein. Wie ist das denn bei dir angekommen, als Stefan bei dir angerufen hat? Das war ganz spannend, denn ich spürte diese Führung auch gleich. Und als ich aufgelegt hatte, sagte Gott zu mir, du hast gerade mit deinem späteren Mann telefoniert. Und ich, ja, dann schauen wir mal, lass uns auf uns zukommen. Und dann hat er uns wirklich sukzessive zusammengeführt. Sogar so weit, dass jetzt die Tochter von Stefan bei uns lebt. Und jetzt sind wir eine kleine Familie, geführt aus den himmlischen Ebenen. Und habt nach relativ kurzer Zeit dann auch geheiratet? Ja. Und zwar waren wir letztes Jahr? Letztes Jahr. Am 18.06.2017 in Glastonbury haben wir, da mein Mann ja Schamane ist, schamanisch geheiratet vor den ältesten Bäumen in England, Og und Magog. Und das sind zwei Eichen oder was? Ja. Zwei uralte Eichen. Mhm. Ja. Wie seid ihr auf diesen Platz gekommen? Das war einerseits war es so bekannt, dass es halt diese Bäume gibt. Ja, und wir waren schon mal an diesem Platz. Wir wollten ja in der Abbey heiraten. Mhm. Und dann hatte ich ja schon in der Abbey alles vorbereitet, ja, mit Räuchern und alles drum und dran. Und dann hat man uns dann sozusagen vom Platz verwiesen, weil man muss es alles anmelden und alles. Und dann war halt wirklich, wo ich sage, hey, wo ist der richtige Platz? Und ich finde, es war noch besser. Ja. Weil der Platz war halt wirklich einerseits mit der männlichen Energie, andererseits mit der weiblichen Energie. Und es hat halt wirklich eine Energie da rausgeholt und gezaubert. Es war einfach unwahrscheinlich schön. Man sieht auch, also ihr werdet begleitet, also auch etwas anders. Also nicht die Blumenkinder, die die Blumen streuen, sondern hier die Schamanen, die Trommeln rühren. Und wir hatten das gar nicht bestellt. Diese 12 sibirischen Priesterinnen im Hintergrund, die waren dann plötzlich da. Und dann wusste ich, das ist total abgesegnet. Wir machen das alles Schritt für Schritt. Zuerst die schamanische Hochzeit, dann für Deutschland den Ehevertrag auf dem Standesamt am 7.7. und die kirchliche Trauung, weil die mir wichtig ist, die steht noch vor uns. Die werdet ihr, da habt ihr erst einmal euch etwas anderes als Etappenziel vorgenommen, bevor es in die kirchliche Hochzeit geht. Ja. Mögt ihr darüber sprechen, was erst einmal geplant ist, bevor es dann in die kirchliche Hochzeit geht? Wir sind, also ich weiß es schon von Gott, dass ich mit autistischen Kindern arbeiten werde.
Und mit einer Eselstherapie, das hatte mir auch alles schon gezeigt, wie ich das machen werde, weil ich habe da gar keine Ausbildung, ich lasse mich da einfach führen. Und wir sind auf der Suche nach einem Bauernhof, wo wir diese Tiere natürlich auch unterbringen können, wo wir in der Natur sind. Zusätzlich wollen wir noch Menschen entschleunigen. Stefan möchte seine schamanische Arbeit dort noch vollziehen. Und wir warten auf das große Gottesgeschenk. Gibt es eine bestimmte Region, in der dieser Bauernhof liegen soll? Er soll ländlich sein. Ja. Er muss wirklich auch die Elemente mitbringen. Ich brauch Berge, ich brauche Wald und ich brauche halt auch wirklich Raum. Und Wasser? Wasser, ganz wichtig. Also das heißt ein See, ein Fluss, also das bewegt. Fluss. Ja. Ja, ein Fluss. Also wir haben schon ein Plätzchen ausgesucht. Ja. Also es ist auch wirklich so bestellt, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist unseres und es wäre alles absolut toll. Einerseits könnte man... Aber da steht noch kein Bauernhof. Doch, ist eine alte Mühle drauf, ja, mit allen drum und dran. Und da wäre das Wasser da, der Fluss wäre da, der Wald wäre da. Ja. Man könnte wahnsinnig toll mit Männern arbeiten. Mhm. Ja, weil das ist deine Passion? Ja. Es geht halt wirklich darum, in die Urkraft ja, auch wirklich seine alten Sachen wieder hochzuholen. Mhm. Ich finde es immer toll, wenn die Männer einfach mal so aus allen raus sind. Ja, gar keine Möglichkeit haben, sich irgendwo anzudocken und einfach so zurückgeworfen werden. Thema ist ja immer, die Männer sind ja immer sehr selbstbewusst. Das heißt, sie wissen genau, was sie wollen, haben ihre Familie und ihren Job. Und wenn ich sage, was macht denn so dein Wert in dir, dann wird es sehr holprig, ja, weil sie funktionieren. Ja. Und es geht darum, wirklich wieder diese Verbindung, Kopf, Herz, hör auf dein Herz, spür, was für dich wichtig ist, damit du einfach für dich deinen Raum erschaffen kannst. Und das ist eigentlich so mein Ziel und mein Wunsch, wirklich mit Menschen in der Richtung sowas zu tun, zu machen. Was passiert bei Männern, die du so entschleunigst, wieder in ihre Kraft, auch in ihr Herz bringst? Was geht da los? Was mich immer total fasziniert, wenn ich sage, fang doch mal an zu schreien, gib doch mal einen Urton. Dann ist es immer so, dass es erstmal das große Schweigen ist. Und überhaupt mal in diese eigene Kraft reinzukommen und zu sagen, boah, jetzt kann ich, ja. Und ich bin ein ganzer Mann und ich spüre mich auf allen Ebenen. Das ist so, oh, das ist wie so eine Erlösung. Als ob ich wirklich meinen Rahmen aufreiße und sage, boah, da steckt ja noch mehr drin. Ja? Ich nehme mal an, wenn du das am Anfang, also du arbeitest so über Wochenenden im Normalfall, wenn du sowas am Anfang machst, dann hören sich die Töne noch etwas anders an, als wenn du genau diese gleiche Übung noch mal am Ende so eines Workshops machst. Am Ende brauche ich nichts mehr zu sagen. Ja. Am Ende ist einfach der Ton da. Ja. Dann sind die auch alle wirklich sozusagen offen und die stehen dann auch für sich. Das heißt, ich vertrete mich. Und das ist einfach so dieses Geschenk, wo ich sage, komm, lass uns deinen Fokus mal rücken. Ja? Lass uns ein anderes Bild aufbauen. Ja, was hast du mitgegeben? Ja? Ich fand es immer so schön, so ein Vergleich. Ja? Mir wird so als Mädchenkind geboren, dann haben wir unser Glas, dann kommt die Erziehung rein, dann kommen die ganzen Lehrer, so musst du sein, so musst du funktionieren. Ja? Und dann stehe ich mit meinem Pott da und sage, passt irgendwie gar nicht zu mir, aber ich weiß nicht, wie ich das auflösen soll. Mhm. Ja? Und dann ist es doch ganz toll, wenn ich hergehe und sage, komm, wir ziehen mal das raus, das brauchst du nicht, das raus. Und dann gucken wir mal drauf, was du in dir trägst, was eigentlich deins ist. Was sind deine Werte? Ja? Wer bist du überhaupt? Ohne sich im Außen irgendwo zu kreieren, zu machen und zu tun. Und das finde ich ein totaler Schlüssel. Das ist immer so eine Art von Befreiung, wo ich sage, ich brauche eigentlich nicht mehr immer irgendwo nur den Zuruf und ich brauche die Aktion, sondern ich kann mich einfach wirklich zurückziehen in die Stille und einfach nur sein. Also alte Glaubenssätze auflösen gehört dazu und dann eben sich zu erden. Das zu erden. Und das funktioniert natürlich da draußen, wenn ihr in einer tollen Umgebung seid, in der Natur, noch mal ganz anders, als wenn man das in der Stadtwohnung versucht. Und ich mache es halt mit Überzeugung. Ja. Also ich habe halt von meiner Erziehung, habe ich halt das Thema, ein schwieriges Kind, musste sich halt... Verhaltensauffällig. Sehr verhaltensauffällig. Musste sich halt wirklich sozusagen immer mit Deckelchen anpassen, Dann waren dann halt wirklich solche Geschichten, wo ich sage, Logopäden und alles drum und dran, weil einfach der Rahmen zu eng war. Und dann hat man halt funktioniert. Dann hat man sein Leben so gemacht, wo ich sage, boah, Ausbildung da, Ausbildung dort, dort ein Beruf, dann halt geheiratet, Haus gebaut. Ja, und auf einmal ist alles weggebrochen, im wahrsten Sinne. Und dann stand man so richtig nackt da, wo ich sage, und was ist jetzt? Und dann habe ich erst mal angefangen und habe gesagt, was ist eigentlich mit dem Familiensystem? Das funktioniert doch nicht.
was ist denn eigentlich mit dem, was ich eigentlich tue? Mhm. Und dann habe ich angefangen, Astrologie zu machen, weil ich einfach so die Räume und die Schlüssel wissen wollte, warum ist denn überhaupt sowas da? Und dann habe ich halt angefangen, auch wirklich mit Energien zu arbeiten. Mhm. Ja, und ich finde es halt, wenn ich mit Energien arbeite, auch so die Kundalini, das ist so ein irres Gefühl. Mhm. Und es hat sowas von befreiend raus, wo ich sage, du, da ist die Struktur, aber da ist die Freiheit. Und du darfst dich entscheiden. Und du alleine bist verantwortlich, ganz alleine. Ja? Und ich bin gerne bereit, dich zu begleiten. Dir wirklich sozusagen den Weg mit zu zeigen. Und wenn du willst, darfst du es gehen. Das ist ja eine Reise zu sich selbst. Ja. Ihr nehmt aber auch, unternehmt auch Reisen ins Außen, also ja, woanders, an andere Plätze, ja, an Kraftorte. An einem habt ihr geheiratet. Wir wollen über eure spirituellen Reisen im Laufe der Sendung auch noch sprechen. Jetzt haben wir für Sie erst einmal etwas in unserer Verlosung, liebe Zuschauer. Und zwar dieses Kartenset, mit dem Sie wunderbar arbeiten können. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Karten für Ihren Erfolg von Barbara Scheer. Wenn Sie diese Karten gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns bitte diese Frage. Beate und Stefan Gerhardt arbeiten gemeinsam als A. Lebensberater oder B. Bundestagsabgeordnete. Na, darüber können wir auch noch sprechen. Unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501990 erreichen Sie uns. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi, und jetzt haben wir für Sie die Wege zum Glück. Manuel Möbius bei mir gerade. Da waren immer so lustige Spielchen, das muss man ja vielleicht dem Zuschauer sagen, während da die Mats irgendwie eingeblendet ist oder diese Dias. Machen wir schon seit über einem Jahr. Ja, also seit du mit den Wegen zum Glück auch bei mir bist, machen wir eigentlich immer viel Blödsinn. Ne? Machen viel Blödsinn, ja, viel Quatsch, aber es muss auch sein. Irgendwie. Ja, das gehört ja, das ist das Schöne, das gehört für uns beide zu den Wegen zum Glück. Richtig. Da gehört einfach viel Freude dazu. Wir haben Spaß, wir entertainen uns selbst und das gehört für uns halt dazu. Das ist ein Glück, das wir beide haben. Ja, das gehört nicht hinter die Kamera, es gehört vor die Kamera. Ja, absolut. Denn die Leute sollen ja auch was davon haben. Ja, lachen Sie gerne mit uns mit. Genau. Also auch wenn Sie nicht immer jeden Scherz mitbekommen, den wir hier machen. Dafür gibt es ja dann YouTube, um es sich danach nochmal anzugucken. Ne? Genau, das ist eine Variante. Und, oder wir machen nach der Sendung, machen wir beide noch für Facebook noch eine kleine Tralafitti-Geschichte. Genau. Und dann dürfen Sie nochmal mit uns lachen. Ja, oder den Jahresrückblick sich anzuschauen. Den Jahresrückblick, ne? Wenn man nicht alle Videos sich angucken möchte auf Facebook, sage ich schon, auf YouTube. Genau. Da spart man viel Zeit. Ja. Einfach mal zu gucken, was wir in dem Jahr alles so gemacht haben. Und wir haben viel gemacht, ja, richtig. Es waren in diesem Jahr alleine 13 Sendungen gewesen, wo wir, also ich bin da mal zwischendurch manchmal einen Monat eingesprungen, wo ein anderer Gast gesagt hat, ja, kann ich jetzt doch nicht. Ich hab mal Rücken. Ich hab mal Rücken, genau. Ja. Obwohl, ich hab momentan Arm. Obwohl man's du hast Arm? Sieht. Ich hab Arm, ja. Guck mal. Bin trotzdem gekommen. Ne? Ist doch schön. Arm dran. Arm dran. Genau, besser. Was haben wir denn für schöne Themen für schöne im Jahresrückblick? Ja, also es gibt immer so Highlight-Themen, wo man sagen kann, auch in meinen persönlichen Beratungen, das kommt am meisten vor. Ja. Und das, was ich also oft hinter vielen Fragen gemerkt habe, ist das Thema emotionale Wunden heilen. Das ist ein ganz großes Thema, wo wir also aus der Kindheit oder aus der frühen Jugend, aus unserer Prägung, Dinge mitnehmen, die uns einfach unser ganzes Leben ja mit angezogener Handbremse durch die Gegend laufen lassen oder einfach die unsere Konditionierung, in der wir uns dann befinden und unseren Glaubenssätzen, das Leben wirklich ausbremst und wir bestimmte Wege gehen, die wir gar nicht gehen wollen. Ja, und einem das gar nicht bewusst ist, was tatsächlich da für eine Verletzung aus der Kindheit oder vielleicht aus dem Babyalter dahinter steckt. Richtig. Das sind ja wirklich manchmal Verletzungen, die unsere Eltern uns als Kinder ja eigentlich auch nur mitgeben, um uns zu schützen, damit uns nichts passiert. Wo wir aber als Erwachsener gar nicht mehr darauf zugreifen müssen, weil wir von der Entwicklung, vom Entwicklungsstand her einfach auch nicht mehr dieses Schutzes oder dieses Verbots bedürfen. Wir sind halt nicht mehr 4 oder 5 Jahre alt, ne? Richtig,
Wir können für uns alleine entscheiden. Und da haben viele Menschen, das merke ich auch gerade in unserer Kultur, einfach eher so die Form, dass man miteinander nur redet, aber nichts tut. Wir haben Angst vor dem Tun. Wir haben eine Wissen-Tun-Lücke. Das ist irgendwie wirklich absolut bei uns, gerade in dieser Kultur oder gerade auch in den reichen Kulturen dieser Welt, einfach so durch unsere Komfortzone, die immer größer wird, dass wir einfach viel wissen, können viel erzählen, aber wir machen nichts mehr. Ja, aber das ist eben genau das Ding. Ne? Wir leben in einer Wissens- und Informationsgesellschaft. Wir haben übers Internet haben wir die Chance, uns über jedes Thema, alles mögliche bis ins kleinste Detail zu informieren. Und dann bleibt das Tun eben auf der Strecke. Das Einzige, was wir tun, ist eben uns ständig Informationen zu besorgen. Genau, und wir wissen einfach zu viel. Also ich meine, früher wussten wir weniger, da haben wir uns Märchenfilme angeguckt und das einfach genossen. Wir haben uns entertainen lassen auf eine wirklich schöne Art und Weise. Und momentan ist auch so mein Gefühl, da wir überall Wissen an uns aneignen können, wir wissen für uns selbst einfach in manchen Bereichen viel zu viel, was uns dann auch wieder traurig und depressiv macht. Ja, aber diese emotionalen Wunden, das ist nochmal wirklich ein großes Thema. Deswegen habe ich es hier auch nochmal mitgebracht. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir emotionale Wunden uns aufhalsen oder mitnehmen. Das ist natürlich einmal eine soziale Komponente, Angst vor Zurückweisung. Dann gibt es die Angst vor Demütigung. Dann gibt es den Vertrauensmissbrauch, den manche Eltern schon machen, indem sie ein Kind einfach irgendwo mal stehen lassen und dann sagen, ach, hier bist du. Ne? Und es ist natürlich auch die Angst vor Ungerechtigkeit. Also das hört sich jetzt gerade so sehr unspektakulär an. Und wenn man sich, das erlebe ich mit Klienten ja auch immer in solchen Situationen. Wenn man sie heute sieht, dann denke ich, ja, meine Güte, was ist daran jetzt so schlimm? Also ist halt passiert. Aber damals, in dem Alter, ist das ein ganz großes Drama. Bei mir ist damals als Kind auch die Welt untergegangen, als meine Mutter im Supermarkt in einem anderen Gang war und ich habe die nicht mehr gesehen. Dann habe ich angefangen zu brüllen und wenn dann keine direkte Reaktion kommt, für dich als Kind, du bist verloren. Ja, genau. Richtig. Und das kann tiefe Gräben in einem verursachen. Und dass man einfach Angst hat, alleine zu bleiben, das sind dann die Menschen, die sich immer in irgendeine Beziehung stürzen, die überhaupt nicht sich selbst erkennen können, die immer aber auch das Problem haben, dass sie denken, sie müssten etwas tun, um geliebt zu werden, die also genau mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Und das sind natürlich, sage ich mal, 80% meiner Klienten, die also genau dieses Problem haben, die sagen, ja, ich will und kann nicht alleine leben, ich brauche einen Partner. Gut, jeder braucht einen Partner. Das sehen wir auch an einem wunderbaren Ehepaar, was wir heute hier haben. Ja, das Ding ist ja, wir sind soziale Wesen und einfach alleine sein, das hat alles seine Berechtigung und auch alles seine Zeit und es ist auch, denke ich mal, zwischendurch immer mal wichtig, auch mal für sich zu sein und sich auf sich zu besinnen und zu sich, überhaupt zu sich zu finden. Möglicherweise. Ja. Aber wir dürfen auch gerne uns in Beziehungen begeben. Das muss ja nicht immer direkt eine Liebesbeziehung sein, einfach auch einen Freundeskreis zu haben, einfach ein gesundes soziales Umfeld sich aufzubauen. Das ist ja auch ganz wichtig. Richtig, weil wir brauchen einander schon. Das ist absolut richtig. Ja, und um diese emotionalen Wunden zu heilen, was ja wirklich ein bescheuertes Thema ist, was uns aber wirklich, ich glaube, es betrifft uns alle. Alle, die wir hier sitzen, jeder hat noch irgendwo so eine emotionale Wunde. Man muss natürlich erstmal erkennen, welche Wunde man hat. Und da wirklich kategorisieren und überlegen, in welchen Situationen reagiere ich denn irgendwie anders als andere Menschen, weil ich dann vielleicht an irgendeine Angst komme oder an irgendeine Situation komme, wo ich sage, komisch, irgendwie geht's mir da nicht gut. Dann wirklich zurückdenken, Back Engineering, wie man so schön sagt, also Reverse Engineering, einfach zurückgehen, versuchen, das herauszufinden. Meistens liegt das auch unter einer Decke. Das sind dann unsere Hypnosetherapeuten wieder gefragt, die das dann aufdecken. Aber manchmal kann man es auch rausfinden. Wenn man es rausgefunden hat, aufschreiben, wirklich im Detail notieren, was einem damals wirklich verletzt hat. Diese gesamten Emotionen, die dann hochkommen, auch wirklich zulassen, um diese Situation nochmal mit einem erwachsenen Verstand zu durchleben, um die Chance zu haben, das anders zu kompensieren, anders abzuschließen, weil das irgendwas nicht abgeschlossen worden. Dann ganz wichtig, aufhören, um Anerkennung zu betteln, falls das auch ein Thema ist, was einem wirklich beschäftigt. Erkennen, was man daraus gelernt hat. Und das ist das, was man dann wirklich anwenden kann, wenn man nochmal durch die Situation geht und sagt, okay, hat zwar viel Negatives gebracht, aber irgendwo
hat es einen Grund gehabt und das zum Beispiel, dass ich auch mal alleine sein kann, bringt mich nicht um. Ich bin ja damals nicht als Kind gestorben, wenn die Mutter mal fünf Minuten in einem anderen Gang war. Dass man einfach sagen kann, okay, ich habe es überlebt. Weil wir haben ja alle Angst davor, dass wir unser Leben verlassen können. Dann loslassen, diesen wirklich alten Gedanken ersetzen durch den neuen und sagen, wunderbar, die Welt ist in Ordnung. Und sich nicht selbst verurteilen für das, wie man in den letzten Jahren damit umgegangen ist. Das heißt also nicht sagen, oh, war ich bescheuert gewesen und nur die falschen Partner angezogen deswegen. Nein, einfach sagen, okay, es ist so gewesen, es war gut, dass es so war. Und gut, dass ich es heute erkannt habe und nicht erst im Jahr 2019. Ja, und schön, wenn wir das vielleicht auch noch vor Weihnachten erkennen, weil wir dann möglicherweise auch ein viel fröhlicheres und friedlicheres Weihnachtsfest genießen können. Richtig. Wollen wir uns mal anhören, wie die Royals Weihnachten verbringen? Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die das so, wie die das machen. Ja, dann haben wir da einen Experten. Ne? Ja, wir haben einen Experten, nämlich Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe in Astro Royal. Der Prinz ist da, fast jedenfalls. Wo ist er? Ich sehe ihn noch nicht hier hinter mir. Jetzt! Ah! Er ist da. Juhu, ich freue mich sehr. Lieber Prinz, schön, dass du da bist. Weihnachtlich, ach, guck mal, auch bei dir schon der Weihnachtsbaum. Meine Güte, das sieht ja großartig aus. Bei welchen Royals bist du denn jetzt gerade, in welchem Palast? Ich bin in einem wahren Palast und zwar bei Freunden in Palm Beach in Florida. Ah. Und zwar haben wir hier für die Weltmeere Passion Sea eine Veranstaltung gehabt und ich war hier als Moderator, als Host im Einsatz und habe mich natürlich sehr gefreut, dass wir für die Weltmeere sammeln konnten. Ach herrlich, also, sieht toll aus, ist natürlich ein bisschen skurril möglicherweise. Ich habe auch mal Weihnachten bei 30 Grad verbracht, das ist schon ein bisschen was anderes, ne? Ja genau, der Tannenbaum, der muss auf jeden Fall dann wie hier weiß sein. Weil mit dem Schnee spielt sich da natürlich nichts bei 30 Grad im Schatten. Wie verbringen denn Royals Weihnachten? Also fahren die, also das englische Königshaus ist ja immer sehr bekannt, auch für die Bilder, die sie dann gerne abliefern zu Weihnachten. Da gibt es dann ja immer auch die royalen Weihnachtskarten, die verschickt werden. Also so sieht es beispielsweise bei der Queen aus. Die sitzt dann auch Weihnachten. Ich weiß ja von dir, lieber Prinz, dass die Queen ja so um die 1000 Termine im Jahr hat. Und ich denke mal, auf Weihnachten wird noch weitergearbeitet. Also sie sitzt am Schreibtisch, aber nicht nur das, also sie steht dann auch ab und an mal in ihrem Schloss neben dem Weihnachtsbaum und wird mit Sicherheit auch mit der Familie feiern. Wie ist es denn im englischen Königshaus? Also kommen die tatsächlich alle zusammen und können feiern oder gibt es da so viele Verpflichtungen, dass es da zu keiner Feier mehr kommt? Weihnachten beginnt sehr früh. Man muss sagen, das sind jetzt mindestens 6 Wochen vorher, weil natürlich dann die Karten geschickt werden und die Familienfotos, die werden überhaupt schon 2 bis 3 Monate vorher gemacht. Also die erste Weihnachtsstimmung kommt dann schon auf, wenn sie sich festlich kleiden und der Weihnachtsbaum für das Foto zumindest aufgestellt wird. Mhm. Dann natürlich Weihnachten selbst ist ein sehr familiäres Fest, sehr traditionell. Da haben wir dann den Christbaumschmuck. Dieser Baumschmuck, der dann am Tannenbaum hängt, der ist dann tatsächlich schon hunderte Jahre alt. Das sind Mund- und Handgeblasene Kunstwerke und dann natürlich auch die kleinen Wachsfiguren, die man auch in Deutschland teilweise noch kennt, die werden dann aufgehängt. Dann wird gebacken. Das Backen wird natürlich bei den Jungen, also bei einem William und bei einem Harry, auch selbst gemacht. In der älteren Generation bei der Königin wird es dann dem Hofstab und dem königlichen Zuckerbäcker überlassen. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache, Weihnachten. Und zwar Weihnachten ist das Hauptfamilienfest, wo alle zusammenkommen und wo natürlich auch die königliche Familie, egal wo die jetzt auf der Welt wohnen, wie zum Beispiel in Schweden, wo ja Prinzessin Madeleine in Amerika ist, dann kommen aber wieder alle zusammen und treffen sich zum Beispiel dann in Schweden im Königspalast, um ein schönes Familienfest zu begehen. Also das ist wirklich mal der privateste Zeitpunkt, wo alle zusammenkommen im ganzen Jahr. Das ist jetzt keine Hofopereröffnung und das ist jetzt auch kein Diplomatenempfang oder Kronjubiläum und Parlamentseröffnung, sondern etwas ganz Persönliches, ganz Privates, auch bei den sehr formellen Königshäusern.
Ja, hast du ja schon gesagt, das Plätzchenbacken ist schon etwas anders aufgeteilt. Also die jüngere royale Generation, die backt tatsächlich noch selbst. Bei den Älteren, wie bei der Queen, die lässt backen. Wie ist es denn, weil du ja über den Weihnachtsbaum und das Schmücken des Weihnachtsbaums gesprochen hast? Also das kennen wir ja, im Normalfall dürfen die Kinder ja den Weihnachtsbaum schmücken. Aber ist es bei den Royals so, wenn du auch sagst, das sind Kunstwerke, die sind teilweise mehrere hundert Jahre alt. Da hat man, die dürfen natürlich auch nicht kaputt gehen, die sollen ja immer schön heil sein. Dürfen die Kinder denn den Weihnachtsbaum schmücken oder machen das auch die Angestellten? Ja, da gibt es eine besondere Tradition. Da wird mal zuerst der Weihnachtsbaum in der Halle aufgestellt. Das sind ja jetzt keine kleinen Bäume, sondern wir sprechen da von 5-6 Metern aufwärts. Das geht bis zu 10 Metern. In den Schlössern ist Platz. Ja. Und wenn der Baum dann mal aufgestellt ist und oben mit Leitern oder sogar mit einer Hebebühne geschmückt wurde, dann können unten noch, um dann sozusagen den privaten Effekt noch draufzusetzen, das Sahnetüpfelchen, da kommt dann natürlich unten noch ein Stück auf dem berühmten roten Kissen und das kann dann noch aufgehängt werden. Das heißt, das letzte Stück wird dann tatsächlich von der Familie dekoriert, aber die anderen Kunstwerke, die werden schön vom Butler und vom Hofstaat aufgehängt. Also das ist dann sehr formell. Wie können wir uns denn dann Weihnachten vorstellen? Also früher, es gab ja immer die schöne Tradition, die Kinder waren im Kinderzimmer und die Eltern haben dann erstmal alles vorbereitet mit Geschenken unter dem Weihnachtsbaum liegen und dann wurde das Glöckchen geläutet und dann durfte man eben ins Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum stand und dann gab es die Geschenke. Wie läuft denn sowas bei den Royals ab? Werden da noch Geschenke verteilt oder sagt man, nee, also Geschenke habt ihr das Jahr über schon alle genug? Da gibt es nicht zu Weihnachten ja noch was Besonderes. Nee, es werden ganz enorme Geschenke verteilt. Also entweder Sachen, die wirklich sehr wertvoll sind, jetzt in der älteren Generation, Schmuckstücke, Uhren, ganz besondere Dinge, Kunstwerke, Grafiken, Bilder und bei den Jungen hauptsächlich lustige Sachen, also irgendwelche Gimmicks, muss man schon sagen, die einfach Spaß machen. Und bezüglich den Beschenken ist ja ganz interessant, gerade wenn wir jetzt nach England gucken, da passiert natürlich viel am 25. auch wie in Amerika, wo dann in der Früh quasi der Santa Claus einen Socken, einen großen, befüllt mit Geschenken und der hängt am Kamin. Also da ist der 25. enorm wichtig und in unseren Gefilden ist ja eigentlich der 24. Der Heilige Abend die Hauptzeit. Das heißt, es teilt sich dann auch bei den Royals, je nachdem wo die sitzen, ein bisschen auf. Die einen, die halten den 24. hoch, die anderen gehen dann wieder mehr auf den Morgen des 25., wo der Santa Claus über den Kamin einstieg. Also es gibt dann die zwei Möglichkeiten. Am besten ist einfach beides feiern. Am 24. ein paar Geschenke vom Christkind, am 25. dann noch die weiteren Geschenke vom Santa Claus, der durch den Kamin kommt. Dann kann man richtig 2 Tage sich lang an lustigen Geschenken erfreuen. Ja, da wäre ich auch sehr für, das an 2 Tagen zu machen. Vor allem, es ist ja wirklich sehr, 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 sehr unterschiedlich, auch vom Erleben und Empfinden dieses Geschenkegebens oder Empfangs. Am Heiligen Abend, wenn du das abends machst, ist es schon sehr mit der Familie. Da bekommen die Eltern das mit, wenn die Kinder die Geschenke auspacken. Am 25. ist es ja eigentlich, so wie man es auch aus den typischen amerikanischen Filmen kennt, die Eltern schlafen noch und die Kinder, sobald sie aufwachen, ganz aufgeregt, rennen sie runter und gucken, was für Geschenke da sind und packen sie aus, ohne dass die Eltern dabei sind. Also das ist einfach so 2 völlig unterschiedliche Kulturen mit einem ganz anderen Erleben. Du sagst es ganz genau. Und ich muss jetzt ganz was Spannendes mit dir noch teilen. Und zwar habe ich gestern die Freude gehabt, ein Geschenk mitzubringen. Und zwar an das Lotushaus. Es ist so, das Lotushaus ist ein Schutzhaus für Frauen ohne Zuhause und auch für Mütter ohne Zuhause und ältere Frauen ohne Zuhause, also für alle Generationen in Miami. Und wir haben eine Dokumentation darüber gemacht und Michael Hornibloh ist ein ganz großer Produzent in Amerika und ich habe die Ehre gehabt, als Executive Producer dieses Projekt mitzuwirken. Und die Lotushaus-Dokumentation über diesen tollen Ort, der den Frauen hilft, hat den Emmy gewonnen, den größten Preis in Amerika. Und wir haben gestern den Emmy persönlich zugestellt im Lotushaus. Und wie das so aussieht, das habe ich natürlich auch wieder auf einem kleinen Video für unsere Zuseher auf unserer Facebook-Seite mit Astro Royal Hollywood zusammengestellt.
Also kann man dann auf unserer Leichterleben Facebook-Seite reinklicken und mal gucken, wie denn so ein Emmy, der größte Fernsehpreis der Welt, aussieht. Und den haben wir gewonnen für die Dokumentation. Also da haben wir auch ein gutes Geschenk verteilen können für dieses tolle Projekt, das den Frauen so hilft. Großartig. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Lieber Prinz, das Video gucke ich mir auch direkt danach an. Und dann hoffe ich mal, aufgrund dieser Publicity, dass es auch ein Emmy für diese Dokumentation gegeben hat, dass wir das Lotushaus auch bitte schön in andere Länder bringen. Ja, das ist unser Ziel. Also wir machen jetzt weiter. Wir machen eine Dokumentation, wie das überall hingesetzt werden konnte, so ein Lotushaus. Und das zweite ist eine Dokumentation über deren Lehrküche. Weil Frauen, die dort aufgenommen werden, erlernen einen Beruf, diese berühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Und die können dann tatsächlich in den Hotels, in den Restaurants wieder Fuß fassen. Und dann kommen sie aus diesem Strudel der Obdachlosigkeit heraus. Und ich finde es extrem wichtig, gerade Weihnachten, dass wir anderen helfen. Weil wenn man, sagen wir mal, selbst Weihnachten zu essen hat und ein Dach über dem Kopf, das bedeutet so enorm viel und das ist man sich oft gar nicht bewusst. Und dann, wenn wir Menschen helfen können, denen es nicht so gut geht, wie es auch immer ist, was halt möglich ist, den Plätzchen vorbeibringen oder vielleicht den Kindern von den armen Familien ein kleines Geschenk. Ich glaube, das macht dann besonders Freude. Das macht Weihnachten dann richtig glücklich. Großartig. Mein lieber Prinz, schöne Nachrichten. Und dann werden wir schauen, wie gesagt, dass das Lotushaus in aller Herren Länder dann auch gebracht wird, damit die Frauen auch in anderen Ländern dass Frauen auch in anderen Ländern geholfen werden kann. Ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. Ich weiß, du bist auch als Questico-Berater wahrscheinlich auch über Weihnachten für unsere Anrufer da. Ja, besonders über Weihnachten, weil ich habe über Weihnachten eben auch Dienst. Ich arbeite, ich habe eine Produktion, das heißt, ich werde fleißig im Fernsehdienst sein. Und da ich arbeite, ist natürlich ideal, weil ich jeden Abend und jeden Morgen Stunden für Questico Zeit habe und für meine ganz, ganz lieben Beratungskunden. Und ich freue mich natürlich über spannende Questico-Gespräche. Bin über die ganze Weihnachtszeit im Einsatz, also da gibt es keine Auszeit bei mir. Und gerade da ist vielleicht mal die richtige Phase, wo man im Leben wieder was in einen neuen Schub und in einen neuen Schwung bringen kann, schon für das nächste Jahr. Das soll ein ganz erfolgreiches und schönes Jahr werden. Das wünschen wir uns natürlich alle, das wünschen wir auch für alle anderen. Ganz lieben Dank, dass du heute auch noch Zeit für uns hattest. Ich wünsche dir schon mal ein frohes Fest, mein Lieber, und wir sehen uns im kommenden Jahr wieder. Ich freue mich schon und alles Liebe an das gesamte Leichter Leben-Team. Aber ich furchtbar liebe, seid einfach die Besten. Danke. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Ciao. Ein schönes Fest. Danke. Und jetzt haben wir etwas von Stefanie Gralewski und Gabriele Iasetta für Sie. Schauen Sie mal rein. Der Hexenkalender für 2019 ist da. Stefanie Gralewski, die Expertin für Rituale und Mythologie, hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Feiertage der verschiedensten Religionen zusammengestellt. Der Kalender im A5-Format enthält mehr als 300 Ritualanleitungen und führt sie durch ein Jahr voller Liebe, Glück und Leichtigkeit. Übrigens, erstmals gibt es für 2019 einen kleineren Hexenkalender im Taschenbuchformat. Ideal für unterwegs. Bestellungen und weitere Informationen unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 9561 9248. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Beate und Stefan Gerhardt sind bei mir und wir haben ja schon über eure etwas andere Hochzeit gesprochen. Das war im Prinzip ja auch eine spirituelle Reise und spirituelle Reisen unternehmt ihr gerne mal. Jetzt haben wir allerdings, bevor wir uns auf die spirituellen Reisen begeben, du hast auch gesagt, das Thema von Manuel war sehr interessant, ne? mit den Wunden. Ja. Das hat mich sehr, sehr, sehr berührt, denn diese emotionalen Wunden, die kennen wir ja alle. Ja. Und ich war auch ein etwas anderes Kind, auch ein etwas zurückgezogenes Kind dadurch, denn ich habe sehr früh diese emotionalen Wunden für mich erfahren. Mhm. Und über diese Wunde aber ganz intensiv auch zu Gott gefunden.
der mir dann immer wieder mitgeteilt hat, dass er dann doch da ist in schwierigen Lebenssituationen. Schon als kleiner Stöpke mit 2, 3 hatte ich so ein ganz anderes Empfinden. Ich dachte dann so mit 16, 17, ich muss meinen ganzen Dienst in Gott stellen und wollte ins Kloster. Und dann sagte Gott, nee. Da bist du zu weggesperrt. Da kann ich dich nicht gebrauchen. Ja. Du musst raus in die Welt, du musst von mir erzählen. Und ich wollte auch aus einer emotionalen Wunde heraus, da man mir sagte, ich könnte keine Kinder bekommen und das ist als Frau schon ein schwieriger Weg. Und dann sagte Gott, folge mir und ich schenke dir Kinder. Mhm. Und dieses Versprechen hat er erfüllt. Ich habe 2 wundervolle Kinder. Und darüber bin ich dann tatsächlich auf diesen Weg gekommen, den Menschen in ihren Lebensplan und in ihren Seelenplan. Weil wir kommen ja zu helfen. Mhm. Wir kommen ja alle auf die Erde und sind vollkommen nackt, aber von Gott vollkommen ausgestattet. Erst über unsere Erziehung kommen unsere emotionalen Wunden. Und genau so dürfen wir dann wieder zu Gott und zu Jesus zurückfinden und in unseren eigentlichen Lebensplan. Den verlieren wir nämlich unterwegs. Aber diese Erfahrung, auch diese Verletzungen gehören ja zum Lebensplan auch ein Stück weit dazu. Natürlich, weil die Seele das ja mitgebracht hat. Genau. Das ist ja die Lernerfahrung der Seele. Aber irgendwann kommen wir alle an den Punkt, wo wir sagen, hoppla, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Ja? Wer bin ich denn eigentlich wirklich? Bei Frauen beginnt es gerne um die 30, bei den Männern beginnt es gerne um die 40. Und es ist natürlich wunderbar, so einen Mann an der Seite zu haben, weil wir ja immer beide Richtungen bedienen können. Ja? Ich auch so ein bisschen aus der göttlichen Ebene, der Stefan gibt die Erdung und die Kraft, um dann wirklich ins Tun zu kommen. Und ich bin da unendlich dankbar. Und mit 49 hat man mich wirklich aus dem Job genommen und Gott sagte, du machst jetzt Lebensberatung. Und ich dachte erstmal, das kann ich gar nicht. Und sukzessive ging dieser Weg, ohne dass ich viel dazu tun musste. Das war einfach himmlische Führung. Und es macht mir die größte Freude, das an meine Klienten weiterzugeben und immer wieder ins Leben zu tragen. Das heißt, du bist dann im Prinzip ohne erst einmal eine Idee, wie soll ich denn beraten, zur Lebensberatung gekommen. Und genau so. Es hat sich dann aber alles ergeben. Also du bist dann plötzlich auch zu bestimmten Karten gekommen, die sag mal, etwas unterstützen, was aber eh in dir ist und das sag mal, nach außen zeigen. Ja. Einfach, dass der Klient anschließend was an der Hand hat. Vorher höre ich das alles schon vom Himmel und es passt dann auch immer alles zusammen. Und so bin ich auch zu diesen spirituellen Reisen gekommen. Denn mit 50 wollte ich keine große Geburtstagsfeier machen, sondern ich sagte, ich schenke mir was. Und ich bin wirklich in den Sinai, habe eine Reise durch die Wüste gemacht, ans Katharinenkloster dann auch noch. Und da hatte ich himmlische Begegnungen und Gott zeigte mir, hier bist du richtig. So, dass ich sogar auf dem Foto festhalten konnte, was da alles so an Energien unterwegs ist. Und ich spürte einfach, ja, das wird mich tragen. Das wird mich tragen. Du warst dort auch ein bisschen anders unterwegs, als man sich das normal vielleicht vorstellt. Also nicht mit einer Reisegesellschaft und Reisebus, sondern mit Beduinen, ohne Zelt, hast du mir erzählt. Nur mit Matte und mit Schlafsack? Ja, genau. Genau, mit Schlafen unter freiem Himmel, ohne irgendwie Dach über dem Kopf. Was war das für eine Erfahrung? Also ich finde sowas wunderschön, draußen zu übernachten und dann auch wirklich nicht in einem Zelt, sondern wirklich ohne ein Dach, also nur das Himmelsdach. Nur das Himmelsdach, das göttliche Dach. Ja. In der ersten Nacht muss ich wirklich sagen, ich dachte wirklich, ich sterbe vor Angst. Was da so alles im Sand rumkrabbelt und so weiter. Und ab der zweiten Nacht war das komplett weg. Und ich konnte wirklich nur diese Energie genießen und mich. Denn in der Wüste wird man pur. Es gibt null Ablenkung. Es gibt nur das eigene Denken, das eigene Herz, den eigenen Schmerz. Und den darf man dann auch gerne zulassen. Also es hält ja auch nicht jeder aus. Du weißt natürlich, wie du dann mit diesem Schmerz auch zu arbeiten hast, wie du den dann auch auflösen kannst. Das ist mit Sicherheit aber auch für dich eine sehr intensive Erfahrung gewesen, dort in der Wüste, sich tatsächlich in dieser Stille mit seinem Schmerz auseinanderzusetzen. Wir wollen gleich noch ein bisschen weiter darüber sprechen, auch natürlich über eure gemeinsame Arbeit, was ihr noch in Zukunft anzubieten habt. Jetzt haben wir für Sie erst einmal
mal etwas von Astrid Obersteiner, Thorsten Gabriel und Indien Hope. Auch das schauen wir uns gerne an. Glückliche Ereignisse, liebevolle Momente, Ihre Träume, Liebe und Hoffnungen. All das können Sie in Ihrem persönlichen kosmischen Jahresplaner-Timeslot von Astrid Obersteiner verewigen. Er wird Sie optimal in Ihrem Vorhaben unterstützen, indem er als intelligenter Helfer den kosmischen Zyklen folgt. Schreiben Sie Ihr Jahresbuch mit ganz viel Liebe und Vertrauen, dann wird es garantiert ein Bestseller. Lassen Sie Ihre Chancen nicht nutzlos vorüberziehen. Bestellung unter 02302 280571 3. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Manuel Möbius bei mir und du, da hast du mit dem Thema Verletzung aber was angestoßen. Also, ja, Wahnsinn, ne? Also, wie schon gesagt, das betrifft uns ja alles, betrifft mich ja auch noch. Also, klar. Ich meine, Verletzungen, die wir irgendwie, das sind ja dann so die sogenannten Blockaden, die wir irgendwie mitnehmen und die man ja immer irgendwie durch eigene Arbeit auflösen muss. Natürlich kann auch jemand kommen und das irgendwie anders auflösen, aber ich bin immer der Meinung, solche Dinge, die müssen irgendwie geheilt werden, indem man nochmal durchgeht, durch diese Situation. Ja, und das Interessante ist aber auch, stelle ich in Sitzungen ja immer fest, also dieses Drama oder dieses Trauma von damals, das erlebt man dann in solchen Situationen auch wieder ganz anders. Also Richtig. Das ist dann nicht mehr das Trauma, also man wird nicht retraumatisiert, sondern erlebt diese Situation noch einmal, fühlt es tatsächlich auch im Körper, also was da passiert, aber dadurch kann sich das dann eben auch lösen und natürlich hast du ein anderes Verständnis, einen anderen Blick dann da drauf und kannst es dann mit deinem heutigen Wissen und auch dem Gefühl, was du mitbringst und auch Ressourcen, auf die du zugreifen kannst, kannst du sowas dann natürlich auflösen. Das ist immer ganz spannend, wenn du als Kind mal irgendwo warst, an irgendeinem Ort, wo du dich dann noch als Erwachsener dran änderst und dann wieder dahin fährst, dann nimmst du die ganzen Dinge, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, ganz anders wahr. Die Gebäude hast du viel größer wahrgenommen, das war alles viel größer. Und dann fährst du nochmal hin und sagst so, ach, das war ja dieser Ort und irgendwie die Wege sind dann viel kürzer. Oder wenn du das erste Mal eine neue Wohnung hast und dann vom Bus oder von der Bahn nach Hause läufst, dann denkst du so, boah, ist das ein weiter Weg. Und irgendwann merkst du, das sind irgendwie nur 3 Minuten gewesen. Also es verschieben sich die Dinge, die Wahrnehmungen, deswegen haben wir auch so viele Chancen, unsere alten Dinge loszuwerden. Das ist das Schöne daran, dass wir es mit einem größeren Bild durch unsere Erfahrung ganz anders wahrnehmen. Ja. Auch das Thema Liebe spielte eine sehr große Rolle in diesem Jahr, Natürlich. Vor allen Dingen das Thema Liebeskummer. Also das war ein großes Ding, was ja auch jeden betrifft. Und viele Leute kommen über Liebeskummer nicht hinweg. Ich hatte noch eben mit jemandem gesprochen, der seit Jahren in einer Schleife drin hängt, wo er mit Liebeskummer zu tun hat. Und dafür gibt es natürlich auch Tricks, in Anführungsstrichen Tricks. Die ganzen letzten Sendungen habe ich ja alle Hast du dir Liebeskummer-Tricks aufgeschrieben? Genau. Ja, also ich habe ja 1-2 Sendungen mal so aus dem Stegreif. Das Problem ist, es sind so viele Kleinigkeiten, die man sich dann doch notiert, dass man das doch besser fährt, wenn man sich aufschreibt. Ja, Liebeskummer beginnt ja meistens schon innerhalb der Beziehung, wenn man weiß, es läuft nicht mehr so gut, man weiß, es gibt bestimmte Dinge, die sich nicht mehr verändern, weil man sich vielleicht weiterentwickelt hat, so wie sie ja auch gerade sagte, Männer entwickeln sich mit 40 weiter, Frauen meistens mit 30 und dann gibt es irgendwie so eine Schwelle, wo ein neues Leben beginnt, wo man einfach merkt, okay, der Partner passt vielleicht nicht mehr so ganz in den Plan hinein und dann merkt man, okay, man muss was verändern und der Partner ändert sich nicht, es geht dann in die Richtung, man muss sich trennen. Und das ist dann meistens sehr schmerzhaft, wenn dann diese Trennung wirklich vollzogen ist und man fängt dann an, die meisten Leute fangen an, sich abzulenken, was nicht unbedingt das Beste ist, denn das Beste ist, um Liebeskummer wirklich zu kompensieren, der ist ja da,
Kummer ist da, den kann man ja nicht irgendwie rausholen und durch Glück ersetzen. Den muss man abkummern. Das heißt, man muss wirklich durch diesen Kummer durchgehen. Man muss heulen. Man muss sich auch die Dinge vorstellen, die man damals erlebt hat. Also einfach das, was einen wirklich verletzt. Und wenn es auch plötzlich irgendwo draußen ist, ist es total egal, einfach diesen Kummer zulassen. Weil das wird immer weniger. Es wird also abgekummert, damit da wieder Platz für Glück reinkommt. Und dann ist das Allerwichtigste, dass man sich erstmal überlegt, wie war das denn vor dieser Beziehung gewesen? Man sagt ja immer so, das ist die einzig wahre Partnerin, der einzig wahre Partner gewesen. Ich finde nie wieder einen besseren. Man hat ganz vergessen, dass man davor ja auch überlebt hatte und auch sogar sehr gut. Also man hat und vielleicht auch da schon den Partner seines Lebens hatte, richtig, und nie einen besseren. Ganz genau. Und dadurch weiß man einfach, und das vergisst man sehr schnell, man bekommt immer wieder irgendwann, es geht immer eine Stufe höher, noch einen besseren Menschen, der einem noch mehr Freude bringt, weil man ja auch Erfahrungen gesammelt hat und weiß, was man nicht mehr haben möchte. Und das vergisst man natürlich im Liebeskummer. Dann ist es auch gut, sich darauf zu fokussieren, was man denn haben möchte im Leben und nicht nur immer darauf, was man nicht haben möchte. Genau, was wünsche ich mir? Und es gibt natürlich diesen Menschen, mich rufen manchmal 75-Jährige an, die sagen so, ja, wir hatten irgendwie perfekte Beziehungen, die alle schwierig waren, aber sie finden nicht mehr den Mann, der jetzt diese ganzen Ansprüche erfüllt. Und dann rufen sie mich ein Jahr später an und sagen, sie haben jemanden kennengelernt, der wurde ihnen geschickt. Und der erfüllt die Ansprüche. Das ist das Schöne daran. Das hat eben nichts mit dem Alter zu tun. Genau. Also Veränderung ist immer möglich, auch in allen möglichen Bereichen, nicht nur im Bereich der Liebe. Mein lieber Manuel, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wahnsinn. Aber, wie gesagt, wir machen noch unser Tralafiti nach der Sendung, auf jeden Fall. Jetzt haben wir für Sie noch im Bewegtbild Elisabeth Tadler und Petra Six. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Ich brauche keinen Namen, ich brauche kein Geburtsdatum, ich brauche keine Angaben. Und dann lege ich die Karten aus und sage, ja, hier ist das Thema. Es war immer schon meine Leidenschaft, Sprache und Kommunikation. Und das habe ich auch studiert. Einfach, weil ich Spaß dran habe, mit Menschen zu arbeiten und weil es mir Freude bereitet. Ich hatte immer schon die Gabe mit Tieren. Und die Tiere vermitteln ja nicht, indem sie reden, sondern über Mimik und Gestik und auch über die Seele. Und wir haben ja auch noch etwas für Sie in der Verlosung, liebe Zuschauer. Da vorne sehen wir schön in Orange gehalten das Kartenset. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Karten für Ihren Erfolg von Barbara Scheer. Wenn Sie dieses Kartenset gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns bitte folgende Frage. Beate und Stefan Gerhardt arbeiten gemeinsam als A. Lebensberater oder B. Bundestagsabgeordnete. Gut, dass wir noch gar nicht über Politik gesprochen haben. Rufen Sie an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501990. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz, das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Beate und Stefan Gerhardt bei mir und du hast schon, das hattest du mir vor der Sendung schon angekündigt, du hast eins deiner Lieblingskartendecks dabei, das sind die Jesuskarten. Das sind die Jesuskarten und das Spezielle daran ist, also die gibt es in Deutschland noch nicht auf Deutsch, die gibt es nur in englischer Sprache. Und es sind immer so Hinweise für den Lebensweg. Und ich nutze die auch ganz gerne in meinen Beratungen und jetzt natürlich auch gerne mal für dich. Und wir haben beide ja eine besondere Beziehung zu Jesus. Also deswegen finde ich das ganz spannend, dass du so ein Kartendeck mitgebracht hast. Ja. Und dein Wort heißt, sei niemals ängstlich, glaube nur. Ja. Und dann steht auch immer der Bibelvers, wo du das finden kannst. Und ich nutze die ganz gerne, weil so kann ich halt schöne Brücke schlagen zu dem, was mich halt ausmacht. Weil wer mit mir kommuniziert, der weiß, er kriegt immer aus der höchsten Ebene auch mitgeliefert.
Und das ist ja das Interessante, wenn tatsächlich dann auch, das merke ich ja dann auch bei mir, wenn Ängste hochkommen, sich diesen Ängsten zu stellen und zu gucken, was steckt dahinter und welchen Weg kann ich dann gehen. Und es ist wirklich interessant, was passiert, wenn man in diese Angst hineingeht, wenn dann alte Glaubenssätze tatsächlich hochkommen und sich zeigen und man die dann auflösen kann und sich dann auch diese Angst dahinter auflöst. Das wirklich spannende und das Interessante Wege. Ist ja, dass die Zeit dann reif ist. Ja, genau. Es gibt viele verborgene Geschichten. Ja. Wo es überhaupt noch nicht dran ist, dass man da dran geht. Mhm. Ja, es ist immer, als ob ich die Dose der Pandora aufmache und dann hole ich irgendwas raus. Ja. Und was der Prinz so gesagt hat, fand ich sehr schön. Das ist auch mein Leitspruch. Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Ja, du kannst deine Geschichten selbst lösen. Ja, weil du bist zu 100% verantwortlich. Genau, und du bist auch der Einzige, der weiß, was dir gut tut. Ja. Du trägst die Ressourcen auch für alles in dir, für jedes Defizit, was du im Leben irgendwie aufgebaut hast. Hast du aber auch die Ressourcen. Und ja, am besten arbeitet man immer mit sich selbst. Manchmal weiß man halt nicht so genau, wie mache ich das eigentlich? Und dann ist es ganz gut, wenn man sich von außen auch mal Hilfe holt und ein anderer einem zeigt. Und da glaube ich ja auch immer, wenn ich mich dieser Arbeit öffne und jemanden brauche, der mir erstmal zeigt, wie ich so einen Weg gehe, genau diese Menschen kommen auch in dein Leben zur richtigen Zeit. Die fallen jemandem zu. Genau. Ja, jemand mit einem Adlerblick, der einfach sagt, erweitere einfach deinen Blick. Mhm. Ja, dann ist das Thema gar nicht mehr so groß. Ja. Und dann arbeite ich mit mir selbst. So ist es. Genau. Beispielsweise auch, dafür macht ihr, das ist ja das Schöne, diese gemeinsame Arbeit. Zum einen geht es sehr in den Himmel bei dir. Bei dir ist dann die Erdung da. Und es ist ja etwas, was das brauchen wir ja beides. Also sich immer nur im Himmel aufzuhalten. Ich glaube, deswegen ist es auch ganz schön für dich, genau diesen Partner gefunden zu haben, der diese Erdung mitbringt. Ja. Denn sich nur im Himmel aufzuhalten, ich glaube, da verliert man sich dann auch selbst und verliert eben die Bodenhaftung. Und wenn man nur erdig ist. Das ist dann die Schwere, wo ich sage, das wird mir zu viel. Genau, jetzt, fehlt dann so die Leichtigkeit zwischendurch und auch mal an andere Themen zu kommen. Und das als Mix, wo ich sage, komm, lass uns zusammen irgendwas mit dir anstellen und gucken, was in dem Moment auch gebraucht wird. Für mich ist es ganz schlimm, wenn ich sage, oh, es kommt jemand, du musst dich vorbereiten. Mhm. Ja, das Thema, was macht man? Ganz unsinnig. Ja. Im Endeffekt ist es wirklich nur schön, wo ich sage, komm rein, setz dich, lass uns einfach erstmal in die Augen schauen, lass uns einfach nur mal wirklich dieses Gefühl aufbauen und dann findet sich das ergibt sich spielend. Immer. Spielend. Genau. Ja, und das ist einfach das Geschenk. Ja, dafür muss man aber erstmal im Vertrauen sein. Ne? Das ist es. Ja, sich selbst vertrauen und dem, was dann eben kommt im Prozess. Und der Name meiner Praxis kam von Gott. Ja. Der heißt nicht ohne Grund Herzenspforte. Mhm. Mache die Tür auf zu deinem Herzen und zu deinem Leben. Und auf herzenspforte.net, also N-E-T, herzenspforte.net, findet man dann auch Telefonnummer, E-Mail, also die Kontaktdaten, wenn man sich beispielsweise für eure Angebote interessiert und auch für eine spirituelle Reise. Ihr habt was geplant fürs kommende Jahr. Ja, wir werden im kommenden Jahr eine spirituelle Reise anbieten, mit Begleitung von uns beiden nach England, nach Glastonbury und verschiedene andere Kraftplätze, unter anderem auch Stonehenge, ist geplant. Und das, was sich dann bei den Menschen auf der Reise zeigt, das werden wir dann natürlich auch begleiten. Heiraten muss man dann dort nicht gleich. Das kann man sich dann für später natürlich noch überlegen. Also Kontaktdaten auf herzenspforte.net. Empfehlenswert auf jeden Fall. Empfehlenswert auch der Spruch des Tages. Den haben wir noch für Sie, liebe Zuschauer. Was uns als eine schwere Prüfung erscheint, erweist sich oft als Segen. Oscar Wilde. Ja, absolut. Erstmal durch eine Prüfung gehen und dann wird alles leichter. Ganz lieben Dank euch, dass ihr hier gewesen seid. Manuel, komm ruhig noch zu uns rüber. Bist du schon? Wunderjahr, komm hier rein, hier mitten rein. So, in unsere Mitte. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie auch mit bei uns waren, zugeschaut haben. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. 14 Uhr, leichter Lebenszeit für mich. Haben Sie heute einen wundervollen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke euch. Tschüss. Schön, dass ihr da seid.